So, da habe ich mir mal eben heimlich was zu trinken geholt. Hast du gar nicht mitbekommen. Ach ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Mit den Geschichten aus dem Kackhaufengarten, ne? Aus dem Kecklichgarten. So, ich mach mal hier den hier wieder. Ich glaube, zuletzt waren wir, ne, wer wir sein wollen und verschiedene Vibes und so. Wie gesagt. Warte mal, ich muss mal kurz. Musste kurz mal ein bisschen aufstoßen. Ein kleines Bäuerchen, ne? Und bei mir ist das so, ich will halt auch nicht so sein wie andere. Weißt, ich will mein Ding machen. Und ich mache das auch einfach. Klar, natürlich. Leute gefällt das nicht, ne? Manche Leute gefällt das nicht, was ich mache. Manchen Leuten schon. Und das muss ja auch nicht jedem gefallen, weißt du? Ich sag immer, das ist ja auch kein Pflichtprogramm, weißt du? Genau wie mit den Streams, das ist kein Pflichtprogramm. Entweder du guckst mir zu oder du lässt es einfach, ne? Ganz einfache Sache. Und ich bin auch niemandem böse. Mein Gott, um Gottes Willen, ne? Im Endeffekt kannst du das auch in vielen Dingen nicht jedem recht machen, ne? Das ist genauso wie, ja, Horrorgames, mach Horrorgames und hier und pipapo, ne? Das wollen die Leute sehen und hier. Klar, natürlich, ich würde mich bestimmt irgendwann mal darüber, ne? Mir juckt schon ein bisschen so in den Finger, auch mal ein Horrorspiel zu machen, mal wieder, ne? Also, ich heißt ja nicht, dass ich noch nie Horrorgames ge gespielt habe, aber momentan, weiß nicht, ich habe da momentan echt keinen Bock drauf, ne? Und allgemein habe ich das ja schon mal gesagt, dass es hier kein Horror geben wird. Vorerst, ne? Man weiß nie, was in der Zukunft kommt, ne? Man weiß nie, was passiert. Wenn man doch dann irgendwann sagt, okay, komm, lass machen, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Aber momentan, ne? Weil ja. Weiß nicht, ich bin da einfach zu schisserig. Zu schisserig einfach. Ne? Und deswegen will ich mich natürlich auch nicht von den Leuten beeinflussen, die sagen, ja, mach das und das und das und mach das und das und das. So wirst du erfolgreich. So gucken dir mehr Leute zu und hier und da und piep. Ja, aber ich will ja das spielen, worauf ich Bock habe. Ne? Und wenn ich auf Horror-Games keinen Bock habe, dann habe ich da einfach keinen Bock drauf. Ne, oder? Entschuldigung. Warte mal. Mein Gott. Muss ja nicht unbedingt Horror sein oder andere Spiele, ne? Die auch dann direkt im Hype sind. Klar, natürlich Starfield musste sein, weil ich halt das auch einfach liebe, ne? Das ist halt Bethesda, damals Skyrim und, ne? Oblivion, ne? Fallout. War Fallout eigentlich von Bethesda? Ja, ne? Ja. Fallout 4 habe ich ja auch eine Zeit lang mal gezockt, so für mich privat. Das hatte ich, glaube ich, noch nie im Stream oder in einem Let's Play. Und deswegen, ich möchte das spielen, worauf ich Bock habe, verdammt nochmal. Nicht auf die anderen. Die anderen Schmarotzer. Ne, immer müssen wir nach der Pfeife der anderen tanzen. Warum können wir nicht so sein, wie wir sind? Warum müssen wir uns von denen beeinflussen lassen, die uns Freunde nennen? Die uns Familie nennen. Warum müssen wir uns immer unter Druck setzen lassen? Ne? Aber jetzt mal wirklich, ne? Das ist doch so. Ne? Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Jedes Mal, es ist egal. Die Leute schreiben dir vor, was du zu machen hast. Das ist genau wie bei No Man's Sky, war das auch schon mal. Ja, du musst das und das machen, damit du weiterkommst. Ja, das kann vielleicht sein. Und das wäre vielleicht auch von der Schlussfolgerung klüger, das zu machen. Aber ich will das so machen, wie ich das will. Ne? Und ich will mich auch doof stellen oder auch dann fragen, warum das nicht funktioniert. Klar, wenn wir das noch nicht erforscht haben oder so, ne? Ist ja klar, dass das noch nicht funktioniert. Aber das weiß ich ja vorher nicht. Weißt du? Ich nehme ja. Für ein Spiel nehme ich ja nicht vorher, das Lösungsbuch in der Hand und weiß genau, wie jedes Spiel funktioniert. Weißt du? Deswegen.
Ich will das selber herausfinden. Und wenn das halt mal 3-4 Folgen dauert, dann ist das halt so. Ne? Und du weißt selber, dass ich sehr, sehr spät auf Dr. Allwissen zurückgreife. Weißt du? Weil manchmal bin ich halt dann doch sehr, sehr, ja, sehr dümmlich. Was das angeht, ne? Aber das bin halt ich, weißt du? Und das macht mich dann, glaube ich, dann auch aus. Weißt du, dass ich so bin, wie ich bin und nicht so wie andere, die dann, weil sie direkt nicht weiterkommen, direkt ins Lösungsbuch schauen oder sowas, weißt du? Nö, möchte ich nicht. Ne? Wäre auch blöd, weißt du, dann kann ich das Spiel ja gar nicht richtig kennenlernen. Weißt du? Und dann weiß ich ja schon alles, wie funktioniert und wo man das herbekommt und wo man das herbekommt. Ne, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Finde ich. Das ist ja auch genau wie, sich Sachen zu erschieden. Weißt du? Klar, natürlich, du hast auch zum Beispiel in Starfield die Möglichkeit, Türen, die unzugänglich sind, ne, aufzumachen. Hast du die Möglichkeit. Aber, warum sollte ich das einsetzen? Klar, wir haben es einmal gemacht, ne, weil die Mission halt buggy war. Da war echt okay. Da muss ich halt auch echt schauen, wie wir da weiterkommen. Entschuldigung. Aber sonst würde ich das doch nie machen, auch wenn da jetzt so krasse Items drin sind, wie unter Sektion 7, weißt du, diesen einen Raum. Weiß nicht, ob du den kennst oder ob du den schon gesehen hast, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Okay, Musik ist gerade sehr krass. dass du halt... Ah, ich verstehe. Das war nicht schlau. Das war auch nicht schlau. Dass ich dann halt nicht cheate und sage, okay, pass auf, das Spiel will nicht, dass ich da reinkomme, auch wenn es da mega geile Sachen drin gibt. Cheate ich die nicht auf. Weißt du? Zumal, wenn ich cheaten will in einem Spiel, dann brauche ich da auch gar kein Let's Play zu machen, dann brauche ich das auch gar nicht machen, weißt du? Dann brauche ich das auch nicht mit anderen Zahlen, was ich da erfahre, was ich da durchmache, was wir da bereden, weißt du? Das ist ja genau wie Minecraft, wenn ich jetzt die ganze Zeit im kreativen Modus bauen würde, weil es ist auch so, am Anfang ist natürlich schön, weil du die ganzen Ressourcen hast, aber du willst ja von alleine was aufbauen, weißt du? Von alleine. Und später kannst du dann halt sagen, ja, das habe ich gebaut mit meinen eigenen Händen. Weißt du, so nach dem Motto. Klar, natürlich, bei dem Strom jetzt und so, ne? Und auch bei Mine Colonies, da habe ich ein bisschen in die Trickkiste gepackt, ne? Weil es halt auch anders nicht ging, ne? Weil die Sachen so viel Strom brauchen und, dieses Mechanism da einfach viel zu kompliziert. Das ist viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich dann auch irgendwie keinen Nerv drauf, mich da irgendwie so richtig auseinanderzusetzen. Oder das hatten wir schon gemacht, aber wir brauchten irgendeine Sache, die wir nicht bekommen haben. Das Problem ist, du brauchst halt, manche Modpacks sind hier selbst erklären, ne? Du machst dann hier so eine Questreihe. Warte mal, wo war's denn nochmal? Hier machst du eine Questreihe, ne? Bla bla, wie zum Beispiel Basic Storage, bla bla. Und dann wird dir das schon erklärt und du kommst ja dann ein bisschen mehr drauf. Aber bei Mechanism ist das ja gar nicht gegeben. Ne? Da ist das ja gar nicht. Weißt du, da musst du ja wirklich schon, ja. Dr. Allwissen fragen und gucken, wie was funktioniert, ne? Und das finde ich, halt dieses Blöde daran. Weißt du? Okay, das macht keinen Sinn. Weil, du willst ja auch nicht die ganze Zeit immer nur bei Dr. Allwissen hängen, weißt du? Weißt du, wie ich das meine? Weil das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das nimmt auch so ein bisschen den Spielspaß da weg, ne? Und das ist halt so. Wenn ich Sachen nicht so verstehe, ne? Auch wenn ich das verstehen möchte,
das ist halt einfach nicht in mein Gehirn. Dann irgendwann ist halt dann auch vorbei. Dann sage ich, okay, pass auf. Ne? Deswegen sage ich ja auch die ganze Zeit, ich wünsche mir ein altes Kistensystem. Dieses ME-System. Natürlich ist es gut und schön, dass wir es haben, ne? Aber. Ne? Einfach auf der Tatsache. Warte mal kurz. Ne, du weißt ja hier mit dem Mikrofonarmproblem, weißt ja Bescheid. Dass du das halt nicht betreiben kannst, wenn du nicht genug Energie hast. Und du brauchst halt einen Reaktor und bla bla. Ne? Wir haben es ja versucht mit den Windrädern. Aber das sieht ja total scheiße aus, wenn du da irgendwo eine Plattform hast, wo Windräder draufstehen. Weißt du, in so einer mehr, ja, Fantasy-World mäßig, ne? Und vom Baustil hier her macht das dann halt überhaupt keinen Sinn. Ne, das passt halt komplett nicht rein. Ich weiß halt nicht, ob ich da irgendwann mal normales Kistensystem mache. Das wird natürlich eine Herausforderung, weil es halt so viele Items gibt. Oder nicht unbedingt ein Kistensystem, aber so ein Drawer-System, weißt du? Beziehungsweise Kisten- und Drawer-System. Ne? Weil das wäre schön. Weil dieses ME-System, ja, ich bin da echt kein Fan von. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil es halt auch echt nervig ist, ne? Weil du halt dazu geforst wirst, halt dazu... Hallo, Hilfe. Zu cheaten. Hallo, sag mal. Hopp. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja, finde ich halt so ein bisschen räudig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst, ne? Ich verstehe halt manche Sachen sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam, ne? Aber das macht mich halt dann auch aus, ne? So bin ich halt. Dass ich dann noch mal ein bisschen länger brauche, weißt du, dass wir dann noch mal ein bisschen länger gucken. Natürlich, wo alle sich dann, ne? Die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, wie blöd ist der denn? Ne? Ich meine, das ist natürlich immer noch ein anderes Feeling, wenn du selber spielst oder wenn du zuguckst. Dann ist das natürlich immer alles leicht gesagt. Und als Zuschauer weiß man sowieso direkt alles, wie was funktioniert. Ne? Deswegen. Ne? Oh Gott. Da haben wir uns ja echt was vorgenommen hier, ne? Junge, 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 Junge. Und das ist dann halt auch so. Ich mag halt auch so stumpfe Aufgaben wie das hier, weißt du? Auch in Minecraft jetzt, ne? Oder auch in Starfield oder so. So stumpfe Sachen. Jetzt zum Beispiel hier in Minecraft, nehmen wir mal das Beispiel. Hier zu Terraform, ne? Weil wir das halt schön haben wollen. Oder mal was anderes, ne? Dass der Boden aus Glas, hier Cleanstone, Lavafälle und sowas, ne? Könnte man eigentlich von unten nach oben Jump'n'Run machen, ne? Ich habe noch nie einen Jump'n'Run gebaut. Aber das wäre cool, ne? Schaff es oder stirb, ne? Ah ne, eigentlich wollten wir ja hier so die Treppe rundherum machen, ne? Ja gut, das könnten wir auch machen und dann in der Mitte halt das Jump'n'Run rein. Das wäre echt mal eine coole Sache, ne? Merke ich mir mal. Ich hoffe, ich kann mich daran erinnern. Und ich habe halt so meinen eigenen Spielstil, weißt du, dass man hier auch zwischendurch mal kurz mal eben ein bisschen warten muss, weil ne, ich mal hier das Mikrofon einstellen muss oder wie auch immer. Okay, warte mal, ich mach mal hier den hier. Ne, das gehört aber dazu. Okay, das macht keinen Sinn. Was mache ich denn jetzt hier gerade? I don't know, ich mache irgendwas. So, ich mach mal den hier. Ne? Und das... Ich werde mich da auch nie ändern, weißt du? Natürlich, ich schaue immer, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, dass man sich immer ein bisschen verbessert und hier und da. Aber... Das ist halt, es ist halt schwierig. Ne?
Auch wenn ich es möchte, wüsste ich nicht, jetzt zum Beispiel mit Thumbnails, ne, dass man, ich sehe das ja auch bei vielen, auch beim Gustoso, dass man da so Screenshots aus dem Spiel nimmt mit Dings, ne? Ich wüsste aber nicht, wie ich danach suchen sollte, weißt du?